Eintrag 10.664.2. Die Kapazitäten des Außenpostens Gletscher 1 in den Bergen der Eisfüße von Fendrana sind zu 58% ausgelastet. Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes lassen die Metroids träge und kontrollierbar werden. Selbst jene, die komplett in die Fahrzeuginfusionszyklen eingebunden sind. Tieftemperaturbehälter sind ausreichend für die Heranwachsenden, um sie in Tiefschlaf zu halten. Einige der größeren Metroids müssen jedoch aus Sicherheitsgründen in Quarantänehöhlen untergebracht werden. Es gibt oft Probleme mit den Sicherheitstüren und durch das Eis bedingte Fehlfunktionen treten täglich und durch Eis hervorgeführte Fehlfunktionen treten täglich auf. Auch die größeren Räuber in den Ödlandgebieten machen uns zu schaffen, da sie fortlaufend Personal töten und in Sicherheitsbereiche eindringen. Unglücklicherweise ist klar geworden, dass unsere Sondereinsatztruppen sie ohne einen massiven Mehraufwand an Waffen und Personal nicht neutralisieren können. Ab sofort ist das gesamte Personal im Labor Ether täglich zu dekontaminieren. Dekontaminieren? Heißt das, sie bringen die um? Oder was? DNS-Strang 776-V wurde erfolgreich vervielfältigt. Wir bezeichnen ihn als Vertigo-Strang. Mutation des Beta-Xenoms schreitet voran. Warnung. Beim Umgang mit ruhig gestellten Xenomen immer auf ordnungsgemäße Eisummantelung achten. Hat jemand vielleicht ein Feuerzeug dafür dabei? Das ist übrigens auch sehr lustig. Plop. Hier ist nämlich die Tür im Dach bezogen. Ah, okay. Da muss ich jetzt hin. Oh, hi. Und tschüss. Unterer Bildformer des astronomischen Holographiesystems momentan nicht einsatzbereit. Na komm schon. Aktualisierung des der Kartendaten zur holographischen Projektion erfolgreich abgeschlossen. Ach ja. Eintrag 10.401.7. Der Abbau von Fahrzeugen befindet sich in Vorbereitung. Mehrere Garnisonen stehen bereit,
und die Umbaumaßnahmen im Bereich der Kursoruinen im vollen Gang. Die Sicherheitssysteme sind einsatzbereit und das wissenschaftliche Team könnte im Bereich der biotechnischen Forschung hervorragend voran. Die Eiswüste von Feldrana hat sich als optimaler Standort für unsere Forschung erwiesen und wird schon bald durch eine voll einsatzfähige Kampfbasis sowie einen Raumhafen ergänzt. Wenn sich die Einschätzungen des Kommandos nur zur Hälfte bewahrheiten, werden wir innerhalb eines Deka-Zyklus die Dominanz in diesem Sektor innehaben. Dies sind wahrhaftig großartige Zeiten. Ihr habt nicht mit dem Jäger gerechnet. Dem Jäger, der Jäger. Holographisches System gemäß Sicherheitsdirektive 2.23.445 stillgelegt. Antrag 10.299.2. Scans des Spira-Sektors weisen einen hohen Energiepegel auf, der von einem Einzelgänger klassifizierten Planeten namens Zanum 4 ausgeht. Es wurde umgehend ein Aufklärungstrupp zum Ursprung dieses Energiepegels entsandt. Einen Landstrich mit den Koordinaten 40.08.02. Er kehrte mit Proben des Planeten in einem Klimamodell zurück. Die Auswertung ergab, dass es sich bei der Energiequelle um ein instabiles radioaktives Material von enormem Potenzial handelt. Derzeit können wir damit verbundene Risiken noch nicht exakt einschätzen, doch unabhängig davon scheint es unwahrscheinlich, nochmals eine derartige potente Energiequelle zu stoßen. Die Auswertung wird weiter fortgesetzt, doch bereits bei derartigen Stand der Dinge bietet sich Talon 4 zur Errichtung eines zweiten Hauptquartiers an. Ja, nachdem Cebes gefallen ist. Mehr Energie. Und da ist noch was. Oberer Bildformer des holographischen Systems ist eingefahren und nicht einsatzbereit. Lichtfeldstabilisatoren momentan außer Betrieb, manuelle Ausrichtung erforderlich. Mithilfe der Gyrogeneratoren am Sockel des Projektionssystems lassen sich die Arme in Position bringen. Da ist das Ding. Nummer 3. Komm, jetzt. Und wenn ich das reintreffe. Der letzte.
Das ist auf jeden Fall was Schönes. Ich meine, hier hat man jetzt auch das Sonnensystem, was eigentlich sehr schön ist. Planet Billium, Masse 1 Kilogramm, 3,8 mal 10 hoch 24. Profil unter Quarantäne. Atmosphäre ist stark mit Minerales angereichert. Diese zähe, anpassungsfähige Virus verfolgt das Ziel, die gesamte Biosphäre des Planeten zu kontaminieren. Planet Oromin 2. Masse in Kilogramm 2,3 mal 10 hoch 24. Profil: ein unbewohnbares Ödland, das von radioaktiven Staubstürmen und ständigen tektonischen Verschiebungen heimgesucht wird. Planet Tabula Zwilling. Masse in Kilogramm 4,1 mal 10 hoch 24. Planet ist für das nach ihm benannte Zwillingsfieber benannt. Diese Krankheit wird von einem Virenstamm ausgelöst, der auf den Tabula Zwilling heimisch ist. Im frühen Zustand der Infektion erleidet das Opfer doppelte Wahrnehmung, bedingt durch Augenmuskellähmung. Wenn diese Symptome abklingen, liegt der Organismus bereits im Sterben. Nett. Und hier haben wir Planet Cebes. Masse in Kilogramm 4,8 mal 10 hoch 24. Profil: Planetenkruste besteht überwiegend aus uturischen Erz. Dadurch bietet der Planet ideale Bedingungen zur Errichtung unterirdischen Anlagen. Als Planet der Klasse XIX ist Cebes für die meisten Lebensformen als unwirtlich einzustufen. Dieser Planet blieb weitestgehend unbemerkt, bis er zur Basis der Weltraumpiraten wurde. Planet Talon 4, Masse in Kilogramm 5,1 mal 10 hoch 24. Profil: Studien des Ökosystems zeigen deutlich, dass sich Talon 4 vor dem Einschlag eines Meteoriten im biologischen Idealzustand befand. Seit dem Aufprall befindet sich die Biosphäre, ausgelöst durch phazonhaltige Strahlung, im Niedergang. Bei der momentanen Zerfallgeschwindigkeit wird Talon 4 voraussichtlich binnen 25 Jahren zu einem kargen Ödland der Klasse XIII eingestuft werden. So. Da haben wir noch was. Nee. Dann haben wir, glaube ich, alles. Hiervon. Das ist gut. Das mag ich. So. Da haben wir auf jeden Fall was Neues, was Schönes. Und zwar die Super Missiles. Anders als jetzt bei anderen, bei den vorherigen Spielen, verhalten sich die Super Missiles ein bisschen anders. Diese gewaltige Attacke verbraucht jeweils 5 Missiles. Unter Verwendung des Powerbeans bitte aufladen, zum Aufladen A gedrückt hatten, bei maximaler Aufladung Y drücken, um abzufeuern. Zusätzlicher Dateneintrag im Inventar, bitte Start drücken, um das Inventar aufzurufen.